Und das ist halt alles Verschnitt, Brennholz. Das ist immer schade, ja, wenn man Brennholz macht. So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video möchte ich mir ein Sideboard fürs Wohnzimmer bauen, weil wir da ziemlich wenig Stauraum haben und mit zwei Kindern viel Kram liegt rum. Ja, brauchst schon ein bisschen Stauraum. Und das habe ich vor, mir heute zu bauen. Gibt bloß ein Problem. Wobei, es gibt wahrscheinlich nur ein Problem, sondern mehrere Probleme. Das weiß ich jetzt schon wieder. Das erste ist, ich glaube, ich habe gar nicht genug Holz da. Das Video wird wahrscheinlich eh über mehrere Teile gehen. Das heißt, in der Zwischenzeit, wenn das Holz mir ausgeht, werde ich neues Holz bestellen. Und das nächste ist, dieses Sideboard existiert nur in meinem Kopf. Ja? Und was da rauskommt, wenn etwas nur in meinem Kopf existiert, das wissen wir, glaube ich, alle. Bin sehr gespannt, ob mir das alles gelingt. Ich hoffe es und ich denke es, aber man weiß es nicht. Die erste Aufgabe wird sein, dass wir uns jetzt unser Holz mal abrichten, zuschneiden, verleimen, weil wir brauchen natürlich größere Brettchen für so ein Sideboard. Und das machen wir genau jetzt. Überrascht, ja, und erstaunt, wie wenig von so einer Bohle übrig bleibt, wenn man den Splint entfernt und den Kern entfernt, dann bleibt plötzlich gar nicht mehr so viel übrig. Ja, ihr habt mal gehört, dass wenn man Massivholzmöbel baut, ungefähr 50% der Bohle Verschnitt ist. Ja, das hier ist alles Verschnitt, das ist alles Splintholz, da gehen die Insekten rein, also Würmer und so weiter, das heißt, das kann löchrig werden, deswegen macht man das beim Möbelbau meistens raus, gibt manche lassen es drin, ich mach's raus und das ist halt alles Verschnitt, Brennholz. Das ist immer schade, ja, wenn man Brennholz macht. So, und aus den Bohlen, aber ich sehe es jetzt schon, das ist viel zu wenig, ich brauche das Doppelte nochmal, macht aber nichts, wir werden das jetzt hier schon mal so weit abrichten und dann mal gucken, was wir noch nachbestellen müssen. Fast wie ein Tisch bauen. Eigentlich könnt ihr da draußen einen Tisch bauen, wie ich es gerade sehe. Jetzt sortiere ich mir die ganzen Teile, weil ich habe hier zum Beispiel, da habe ich Splint, das habe ich vorher nicht gesehen, deswegen habe ich das Holz aufgehobelt. Hier ist noch Splint. Das könnte man jetzt irgendwie so einbauen, dass das nachher weggesägt wird. Und jetzt lege ich mir die Stückchen so zusammen, dass es ein schönes Bild gibt. Zum Beispiel die Mona Lisa. Truppe, das war nicht witzig. Wenn ich dann fertig bin mit witzig sein, ja, und das Bild fertig gelegt habe, das muss natürlich jeder selber entscheiden, wie er die Maßung möchte, dann leimen wir das zusammen. Auf die Schraubzwingen mache ich so Klebebänder drauf, weil wenn das nicht ist und der Leim tropft gleich runter, dann kommt er immer auf die Schraubzwinge. Und dass das jetzt nicht gerade gut ist für die Schraubzwinge, brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Nee. Deswegen Klebeband, da haben wir das Problem schon von Anfang an geheilt. Jetzt ist bloß die Frage, mache ich da noch Dominus-Ei oder irgendwie? Dass das alles, ist jetzt die Frage, gell? Ah, ich weiß doch auch, ich bin auch kein Schreiner, ich mache da Lamellos, nein, dass das wirklich alles auf einer Ebene ist. Weil wenn das jetzt dann verzogen wird, das wäre auch scheiße. Ihm geht es auch so, dass er oft vergisst, bei dem Domino einzustellen, welche Größe er hat. Ja, bei mir ist es ab und zu so, ich fräse den Domino und stelle fest, scheiße, ja, viel zu groß. In dem Fall. Boah, jetzt eher große Größe, der juckt sitzt. Wer kennt's? Wenn man selber so einen Auspuff da drechselt, wo ihr das ganze Festtoolzeug anstecken kann, ist halt ultra bequem, weil das habe ich eh immer überall rumliegen für die ganzen Geräte. So. Und natürlich, wie kann's anders sein? Habe ich natürlich vergessen, die Höhe von dem Domino einzustellen. Oh!
Scheiße. Ja. Jetzt sind wir von der Oberfläche gar nicht so ganz weit entfernt. Das ist natürlich... Scheiße ist das natürlich. Hoffen wir, dass es so geht. Ich denke, dass es so geht, aber es ist natürlich schon wieder nicht überlegt. Also leihen wir es zusammen. Es soll immer irgendeine Scheiße passieren, gell? Aber das bin ich ja schon gewohnt mittlerweile. Ihr ja auch. Ist ja schon nichts mehr Besonderes. Dann fällt mir auf, dass die Kante überhaupt nicht kurbelt ist. Ich weiß auch nicht, was da schon wieder schiefgelaufen ist. Ach Gott. Aber irgendwie wird es am Schluss ja doch immer was, ja? Das ist das Einzige, was mich jetzt gerade wieder hier aufheitert. Dass sie so ein bisschen auf mich vertrauen kann, weil sonst wäre hier schon wieder alles scheiße, aber. Wenn das da drüben der Leim abbindet, leimen wir die Seitenteile des Korpus zusammen. Und was einem gleich auffällt, hier ist ein Spalt. Ja, wenn ich hier drücke, sehen wir gleich, hier geht's auf. Und das kommt vom Hobelschlag an dem Teil. Ja, das heißt, wenn wir das jetzt nachhobeln, wird es wahrscheinlich wieder einen Hobelschlag geben. So, wie kriege ich jetzt hier eine geschlossene Fuge hin? Sprich, dass diese Kante wirklich gerade ist. So, ich habe mir für meinen Hobel, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung, habe ich mir einfach so einen Anschlag gebastelt. Das heißt, dass die von der Hobelsohle zu dem Anschlag 90 Grad ist. Das heißt, ich kann schon mal nicht schief hobeln. Und jetzt hobel ich hier einfach ganz easy drüber und krieg den Hobelschlag raus. Kann man sich selber bauen, ist ein ganz normaler Hobel. Da habe ich zwei Gewinde reingeschnitten und dieses Brettchen einfach mit so Rändelschrauben, die ich mit der Hand anziehen kann, festgeklemmt. Und wenn ich das jetzt zusammenlege, habe ich nämlich so gut wie keinen Spalt mehr. Jetzt kann ich es zusammenleimen. Hier ist klar, da habe ich ein bisschen Schaden am Holz. Das macht aber nichts. Das spachtle ich nachher schwarz aus. Das habe ich jetzt mitberechnet, zumal ich eh nicht mehr Holz habe. Und so schafft man es im Endeffekt, dass man wirklich sehr gute Kanten hat, auch wenn man hier einen Hobelschlag hat. Wir sehen, das ist überall wirklich relativ dicht. Der Truppe, weißt du, der hat es schon raus. Der hat es schon raus. At first I believe ein paar Tage später ist der Leim ausgehärtet. Wenn man sich mal überlegt jetzt, ja, bis jetzt haben wir nichts anderes gemacht, als erstmal unsere Bretter herzustellen, mit denen wir das Ganze bauen. Ja. Das ist immer wieder erstaunlich, wie lange sowas tatsächlich braucht, bis man überhaupt mal sein Material hat, aus dem man anfangen kann zu bauen. Wie wir sehen, wir haben hier ganz viel Leimüberstand. Den müssen wir jetzt erstmal wegschleifen und dann wird das Ganze nochmal abgerichtet, auf dick gekurbelt und dann haben wir hoffentlich gutes Material, mit dem wir arbeiten können. Ich habe vorhin mal geschaut, ja, dass ich brauche die Maximalkapazität meines Hobels. Der packt nämlich 40 cm, ja, und die Bohlen haben jetzt hier 40,5 cm. Also es wird wirklich eine haarscharfe Angelegenheit jetzt gleich. So, Hartholz, volle Breite. Ich bin mal gespannt. Also ich bin echt gespannt, ob das was wird, weil das wäre bis jetzt dann mein größtes Massivholzprojekt. Ach, schauen wir mal.
Ich glaube, man kann sehen, wie die Oberfläche glänzt. Ja, das ist auf jeden Fall rechter Winkel und super glatt. Weil vorher hast du von dem Sägeschnitt dieses Raue gehabt und jetzt ist es glatt wie ein Babypopo. Wenn ich so weit habe, könnt ihr die Platten eigentlich mal formatieren. Dazu solltet ihr jetzt aber erst einmal festlegen, welche Platte oben, unten, links, rechts, weil ich habe jetzt was ganz Besonderes vor. Ja? Da wird jetzt viel mit Gärungen gearbeitet. Ja? Und da muss ich natürlich jetzt festlegen, wie rum, in welche Orientierung kommt die Platte. Weil wenn ihr die Gärung falsch rum ansägt, ist scheiße. Wir haben jetzt hier die zwei Bretter. Hier ist auch was los in dem Holz. Finde ich gut, gefällt mir sogar sehr gut. Allerdings gefällt mir diese Ecke nicht so gut mit dem Splint und dass ein bisschen anderes Holz ist. Das finde ich sehr schön. Hier ist auch ein bisschen was los. Ein paar Aste, ein paar Äste, hier auch noch ein Ast. Das kann man schön zuspachteln. Also ich denke, das wird die Oberfläche sein. Das finde ich bis jetzt von allen Seiten am schönsten. Wenn ihr das ausgesucht habt, dann müssen wir die Gärungen ansägen. Die Problematik ist jetzt nur, ich habe natürlich keine so große Formatkreissäge, dass ich die Bretter da jetzt irgendwie sägen könnte. Also müssen wir uns irgendwie anders behelfen. Hilft nur Handkreissäge, würde ich mal sagen. So. Wenn ihr das richtige Sägeblatt einspannen, kleiner Tipp an euch, seid nie zu faul, wegen nur einem Schnitt das Sägeblatt zu wechseln. Ja, ich wechsle jetzt hier von Längsschnittblatt auf Querschnittblatt, weil ich natürlich einen super sauberen Schnitt will, gerade bei Massivholz. Natürlich könnte man jetzt sagen, komm, scheiß drauf, lass dir kurz das Längsblatt drin. Ja, mit dem Längsblatt kriegst du einfach keinen so einen sauberen Schnitt. Da bin ich jetzt nicht so faul und denke mir, pfeif drauf. Wird sich danach natürlich auch in der Schnittqualität niederschlagen. Ein paar Brandspuren haben wir, aber nichts Schlimmes. Schaut soweit eigentlich ganz gut aus. So schaut der Schnitt dann aus, wenn man es mit dem richtigen Sägeblatt macht. Wirklich eine Kante, die man direkt so auch kleben kann. Und als ob eine Gärung nicht genug wäre oder nicht genug kompliziert wäre, sägen wir jetzt längs auch noch eine Gärung, weil dieses ganze Sideboard wird grifflos und ohne Kanten sein, weil wir alles auf Gärung an dem Sideboard machen. Ihr werdet das später sehen, wird super spannend und schaut danach aus. Jetzt habt ihr mal ein Kickback gesehen. So sieht ein Kickback aus, wenn es dir ein Teil wirklich rausschleudert. Dumm ist nur, wenn du hier stehst und dir das Ding im Bauch schießt. Ja? Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass so ein Ding wirklich in deinen Bauch eindringt. Deswegen müsst ihr immer wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, weil sonst passiert sowas. Hätte ins Auge, hätte in den Bauch gehen können. Oh Gott, die wird alt. So, perfekt. So eine tolle Oberfläche. Wenn wir die Bretter so weit vorbereitet haben, dann spachteln wir diese kleinen Risse noch zu. Ich nehme jetzt hier einfach ganz normale schwarze Holzpaste, nichts Besonderes. Und da spachtel ich jetzt einfach was rein. Wenn wir das fertig geschliffen und gespachtelt haben, haben wir ein ganz anderes Problem.
Und zwar haben wir die Bretter ja vorher kurbelt und es gibt Stellen am Holz, da hobelst du nicht mit der Faser und somit stellst du die Faser auf. Jetzt müsste man die ganze Fläche abschleifen. Das kriegt man mit der Hand aber nicht so richtig perfekt hin. Versuche ich mal zu zeigen, was ich meine. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber man sieht hier ganz leicht, dass gegen die Faser gehobelt wurde. Wie gesagt, wir reden über die letzten 2%, dass dieses Brett wirklich perfekt eben ist. Und so habe ich einen Bekannten, der hat eine ziemlich coole Maschine, mit der wir das wirklich perfekt planschleifen können. Da der Teil aber schon relativ lang ist, machen wir das in einem zweiten Teil. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Macht es gut, bis die Tage. Servus.